Vor einigen Wochen war er auf dem Autosalon in Paris der Star bei Skoda, der neue Fabia. Die neue Generation tritt mit einem großen Erbe an. Immerhin haben seine Vorgänger insgesamt 3,5 Millionen Käufer überzeugt. Doch die neue Generation wird sowohl die treuen Fabia-Fahrer wie auch die neuen Kunden begeistern können. Es sind die kleinen Dinge, die aus ihm mehr als einen praktischen Kleinwagen machen. Zum Beispiel wirkt der neue Fabia auf den ersten Blick sportlicher als sein direkter Vorgänger. Typisch sind nun kristalline Formen und scharfe Linien. Der Fabia und der Fabia Kombi haben dadurch ausgewogene, straffere Proportionen und sind 9 cm breiter und gut 3 cm flacher als die Vorgängermodelle. Trotzdem muss man sich in das Auto nicht hineinzwängen. Gerade Ältere wissen das leichtere Einsteigen zu schätzen. Im Innenraum angekommen zeigen sich weitere Neuerungen. Das Cockpit ist gefällig, aber keineswegs verspielt. Die Bedienelemente sind dort, wo sie hingehören. Obwohl das vorrangige Geläuf eines Kleinwagens ja eher die Stadt ist, ist der neue Fabia auch für lange Fahrten gerüstet. Seine Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt. Für das Gepäck ist auch mehr als ausreichend Platz vorhanden. Sind alle Sitze belegt, stehen 330 Liter Volumen zur Verfügung, werden die Rücksitzlehnen umgelegt, finden 1150 Liter Gepäck ihren Platz. Smartphones spielen in unserem Leben ja eine immer größere Rolle. Deshalb bietet der neue Fabia erstmals die Möglichkeit, die Funktionen des Handys in das Infotainment-System mit einzubeziehen. MirrorLink sorgt dafür, dass die Bedienoberfläche des Telefons im Display angezeigt und bedient werden kann. Doch darüber hinaus halten neue Assistenzsysteme im kleinen Tschechen Einzug. Deshalb kann man schnell mal vergessen, dass man eigentlich in einem kompakten Kleinwagen unterwegs ist. Bei den Motoren kann der Kunde aus 4 Benzinern und 3 Dieseltriebwerken wählen. Weil die Motoren effizienter sind, das Gewicht des Fabia radikal gesenkt wurde und die Aerodynamik verbessert wurde, sinkt der Verbrauch um bis zu 17%. Alles in allem ist der Fabia wesentlich erwachsener geworden. Doch das schlägt sich zum Glück nicht im Preis nieder. Skoda bleibt seiner Philosophie treu, pfiffige und solide Autos für bezahlbare Preise anzubieten. Der neue Fabia startet als Basismodell bei 11.790 Euro. Das recht umfangreich ausgestattete Ambition-Modell steht als 90 PS Benziner mit 15.820 Euro in der Preisliste. Dafür gibt es aber viele Extras inklusive. Zum Beispiel elektrische Fensterheber und Außenspiegel, ein Radio mit USB-Anschluss, ein Tempomat, das radargestützte Notbremssystem und eine Klimaanlage. Der Mehrpreis rechnet sich also recht schnell.